Hallo und herzlich willkommen hier, zurück bei unseren Hühnern. Und falls ihr euch wundert, warum ich jetzt nicht im Hühnerstall sitze, sondern hier in meinem Arbeitszimmer, dann liegt das daran, dass ich da vorhin ein Video aufgenommen habe, was sehr emotional geworden ist. Hallo Leute, hier sind wir wieder bei unseren Hühnern. Und falls ihr euch wundert, warum ich so komisch klinge und warum ich jetzt wahrscheinlich sofort anfange zu heulen, ist das, deswegen wollte ich jetzt noch mal ein kleines Intro machen, was ein bisschen gesortierter und gesammelter ist. Und eigentlich wollte ich euch auch noch so viel von den Küken zeigen, und ich habe auch noch so viele Aufnahmen, die ich jetzt wahrscheinlich noch machen werde. Aber dadurch, dass ich jetzt hier schon so sitze, könnt ihr euch ja vorstellen, was passiert ist. Nämlich ist der Fuchs da gewesen und hat die ganzen Hühner geholt, und zwar mitten am Tag. Also wir waren jetzt vormittags weg bei der Arbeit, bei Aquaporist im Laden, und haben da schön uns um die Garnelen und so gekümmert. Also wir haben im Moment ist die Hühnerklappe kaputt, und deswegen hat mein Mann heute Morgen um zwischen 7 und halb 8 die Hühnerklappe aufgemacht, dass sie halt raus konnten ins Außengehege. Also er war nicht im Stall, in den Stall ist er nicht eingebrochen, sondern in das Außengehege. Aber tagsüber, naja, sind die Hühner natürlich draußen, ne? Und wir sind dann so gegen 8 Uhr weggefahren und kamen dann so um 14 Uhr hier wieder bei uns zu Hause an. Und als wir eben wieder kamen, wollten wir halt hier zum Kompost was bringen. Und dann sagte mein Mann: Oh nein, ein Küken ist hier draußen. Und dann dachten wir uns schon: Okay, warum ist das Küken aus dem Auslauf raus? Also, das ist halt so Maschendrahtzaun, da passen die Küken natürlich noch durch, zum Glück. Und dann haben wir das halt wieder eingefangen. Und als wir dann hier reingegangen sind, haben wir gesehen, dass überall Federn lagen. Und haben dann da halt schon solche Federhaufen liegen sehen. Und dann rannte da die gelbe Henne rum. Also die gelbe Barnefelderin Nala, die ist noch da. Die rannte da rum, als wäre nichts gewesen. Und drei von den Küken haben wir dann halt auch da noch gefunden. Also noch eins war irgendwo dann auch da im Gebüsch versteckt, wo die sonst mit der Glucke immer rumlaufen. Und alle anderen haben wir halt nicht gesehen. Und haben dann halt ganz viele tote Hühner gefunden, beziehungsweise eigentlich nur drei. Die anderen sind alle weg. Und dann hat er halt da hinten gefunden, unter dem Zaun hat der Fuchs sich hergebuddelt. Wir dachten eigentlich, dass der Zaun tiefer ginge. Tut er aber nicht, weil nämlich die ganzen Vorbesitzer auch schon immer hier Hühner gehalten haben. Und also der Fuchs muss jetzt irgendwann hier vormittags gewesen sein und die alle geholt haben. Natürlich ist jetzt auch die Glucke weg und die meisten von den Küken, also drei Stück, sind noch hier. Eins haben wir noch da gefunden vor der Tür, das hat es anscheinend nicht mehr mit reingeschafft, und die anderen sind halt alle weg. Und dann haben wir halt gesehen unter dem Zaun, wir dachten, der Zaun wäre tiefer eingegraben, der war nur so 2, 3 Zentimeter eingegraben. Hat er sich halt drunter hergebuddelt, und ich dachte ehrlicherweise auch, das dauert tagelang, bis sie das schaffen und dass man das dann sehen kann vorher, wenn man da regelmäßig nachschaut. Aber anscheinend schaffen die das in wenigen Stunden. Und auch am helllichten Tag, also das ist jetzt vormittags, wie gesagt, zwischen 8 und 13 Uhr, 14 Uhr muss das gewesen sein. Wir sind dann weiter rumgelaufen und haben dann Sohan tot gefunden, der da lag, und die rote Barnefelder Henne, also die grüne Barnefelder Henne war es, genau. Die Ronja, die mutigere, die auch als Küken schon immer mutiger waren, wo wir dachten, das wird ein Hahn, weil die so forsch war. Und die rote Barnefelder Henne haben wir dann drinnen im Stall gefunden, komplett verängstigt. Die saß in der Ecke geduckt, hat sich nicht bewegt. Ich konnte die einfach anfassen und so. Erst dachte ich, sie wäre verletzt. Ist sie zum Glück nicht. Außer, dass sie keine Schwanzfedern mehr hat. Also anscheinend muss der Fuchs sie da auch einmal gepackt haben, und naja, die Schwanzfedern sind dann rausgerissen, ne? Der geht es aber gut, also wir haben sie abgetastet, sie läuft auch ganz normal und so, bis auf dass sie halt total schockiert ist. Die gelbe verhält sich so wie immer, also keine Ahnung, wo die gewesen ist, sie tat so, als wäre die gar nicht dabei gewesen, ne? Und ein Küken haben wir auch noch tot gefunden von den Naturbrutküken von Mystique. Die Kunstbrutküken haben wir zum Glück noch im Stall gehabt, wir wollten die eigentlich gestern Abend vergesellschaften, haben dann uns aber für heute Abend entschieden. Sprich, wir hatten noch drei von den Naturbrutküken übrig und zwei von den erwachsenen Hennen. Und Sohan und eine Barnefelderin haben wir gefunden und ein totes Küken. Das heißt also, Mystique, die Glucke, ist weg. Weizencreme ist weg. Nova, die Henne oder die Junghenne von diesem Jahr. Das Küken von Nova, von Mystique ist auch weg. Oh, jetzt fange ich gleich wieder an zu heulen. Wen hatte ich noch nicht? Tina, unsere Mischlingshenne, Bielefelder, Sulmtaler, ist auch weg. Wen habe ich vergessen? Helmut. Den haben wir schon vorher geschlachtet, weil wir gesagt haben, das kann so mit der Situation nicht weitergehen. Da wollte ich eigentlich auch ein Video zu machen, und ich wollte auch eigentlich noch viele andere Videos machen, aber bin da zeitlich immer nicht zugekommen. Und naja,
Ja, und dann habe ich vorhin eine Aufnahme im Hühnerstall gemacht. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die jetzt einfach so komplett zeige oder ob ich die nochmal zensiere oder so, weil die doch sehr emotional und heulerisch geworden ist. Also noch viel schlimmer als jetzt gerade. Helmut hatten wir jetzt vor kurzem geschlachtet, weil wir gesagt haben, es geht einfach nicht mehr. Weil er auch so eine Unruhe hier reingebracht hat und uns immer wieder angegangen ist. Zwar nicht besonders aggressiv, aber es hat halt einfach genervt. Und jetzt, ja, ist Sohan halt auch weg. Eine von den Bahnefelderinnen, die Grüne, die als Küken auch immer schon so zutraulich war, dass wir dachten, dass das ein Hahn ist, weil die immer schon so zu uns hingeflogen kam und so, die haben wir auch noch gefunden. Und alle anderen Hühner sind halt weg, von denen haben wir die Feder noch gefunden. Und hier im Hintergrund hört ihr jetzt die restlichen drei Küken, die ganz fürchterlich am Schreien sind, weil die natürlich ihre Mutter suchen, aber die ist ja jetzt auch weg. Sorry, wahrscheinlich denken die meisten von euch, warum flennen die denn jetzt wegen so ein paar Hühner? Aber es waren halt nicht nur einfach Hühner, sondern wir haben die alle aufgezogen. Die hatten alle Namen. Wir konnten so jedem eine Geschichte erzählen und waren jetzt so glücklich, dass die Glucke endlich mal mehr als nur ein oder zwei Küken hatte. Und die jetzt so eine schöne Kükenschar hier hatte und jetzt auch mal ne, so dieses richtige typische Bild Glucke mit mehreren Küken. Und jetzt sind die halt auch alle weg und jetzt wissen wir auch, das war ja unsere super Glucke, die immer alle Küken aufgezogen hat, dass die ja weg ist und wir jetzt so schnell ja auch keine nachkriegen können. Und bei den Bielefeldern sagt man ja auch immer, dass das so selten ist, dass die im Glucken sind. Ja, und das Schlimme ist, ich kann dem Fuchs nicht mal böse sein, weil ich meine, das macht er ja nicht, um uns zu ärgern oder weil er die Hühner irgendwie, also, ne, das ist ja auch nur ein Tier, was Hunger hat und wir haben den Fuchs hier auch immer gesehen, das haben wir auch schon mal berichtet auf der Wildkamera und sowas. Wir haben hier nun mal Füchse um uns herum, überall. Das ist einfach, also da können wir auch nichts gegen machen. Irgendwann hatten wir auch mal, als wir jetzt hier die Küken, die gestorben waren, die hatte ich ja im Garten begraben. Da, das können wir in Zukunft auch nicht mehr machen, weil wir da dann nämlich auch gesehen haben an der einen, wo wir die halt begraben haben, ne? Dass da anscheinend irgendein Tier, muss jetzt nicht der Fuchs gewesen sein, wir haben auch einen Dachs hier und sowas, die fressen ja auch alle Fleisch, also die wurden auch wieder ausgebuddelt und dann mitgenommen. Und von wegen hier, wir haben die jetzt gefüttert oder so, also, naja, die Füchse sind, seitdem wir hier sind, wir haben noch nicht, seitdem wir hier sind, Hühner, aber die Füchse sind halt schon die ganze Zeit hier und die sehen ja auch immer, dass die Hühner hier vor der Nase rumlaufen und ja, also ich weiß nicht, was ich sagen soll, außer wie gesagt, dass ich mich total komplett über uns ärgere, dass wir das nicht besser gemacht haben und es war auch heute schon den ganzen Tag immer wieder dieses Gedankenkarussell, egal woran man irgendwie denkt. Man spielt diese Situation immer wieder durch. Wie konnte das passieren? Wie ist das passiert? Wo haben wir die gefunden? Und dann kommen halt immer wieder diese Bilder in den Kopf, wie Mystique mit den Küken da rumläuft und alles Schönes und so. Ja, und dann hatten wir heute Nachmittag noch mit unserer Tochter in der Kita eine Feier, wo wir hingefahren sind. Und als wir uns dann da auf den Weg hingemacht haben, sagte unsere Tochter plötzlich noch: Mama, da sitzt noch ein Küken auf dem Zaun. Und dann haben wir schnell angehalten und haben geguckt. Und wir haben tatsächlich noch mehr Küken gefunden, also vorne außerhalb des Geheges. Es haben jetzt, wie viel sind es denn? Wir hatten vorher 8 Küken, 6 haben wir wieder gefunden. Also es haben tatsächlich 6 Küken überlebt. Wahrscheinlich, weil sie aus dem Gehege rausflüchten, vor dem Fuchs flüchten konnten, durch dieses Maschendrahtgitterding eben durch. Also eins haben wir dann vorne noch gefunden. Und dann haben wir das in den Stall gebracht und dann sind wir nochmal ins Außengehege gegangen. Da stand dann nochmal eins laut fiepsend vor der Tür. Das haben wir dann auch reingebracht. Und als wir dann vorhin heute Abend wieder kamen, sind wir nochmal draußen hingegangen und haben halt nochmal geguckt. Und da haben wir noch eins in der Nähe von der Tür vorne gefunden. Da am Kompost, da ist so eine Stange nochmal nach oben hin. Und da saß das halt auch und das konnten wir dann auch noch einfangen. Das heißt, wir haben jetzt also also wir vermissen eigentlich nur noch ein Küken. Das ist das kleinste gewesen, das Barnefelder Mischlingsküken. Oder reine Barnefelder wahrscheinlich. Das vermuten wir auch, also wir glauben nicht daran, dass wir das noch wiederfinden werden. Wir nehmen an, dass der Fuchs das auch mitgenommen hat oder es sonst wo noch irgendwo tot in der Ecke liegt und wir es halt nicht finden und dann wird der Fuchs es eher finden als wir. Genau, und die anderen haben wir jetzt wiedergefunden und wir haben jetzt auch die anderen Maransküken, die da noch waren, jetzt mit zu den kleinen,
anderen Küken gepackt, weil die natürlich jetzt die ganze Zeit da drin sitzen und ganz laut nach ihrer Mama schreien, die ja weg ist und nie wieder kommt. Und ja, ich finde das einfach nur, also vielleicht können einige von euch nicht verstehen, warum ich jetzt so emotional bin, wenn es einfach nur um blöde Hühner geht. Diejenigen von euch würde ich dann bitten, haltet euch in den Kommentaren einfach zurück. Ich will da jetzt keine Scheiße irgendwie lesen oder sowas, weil das kann man einfach nicht nachvollziehen, wenn man keine Tiere hält und keine Beziehung zu denen hat. Und auch wenn man jetzt sagt, ja, es sind doch nur blöde Hühner, wenn ihr irgendwie Hunde, Katzen, sonst was für Haustiere habt, versetzt euch in die Lage und wie es einem dann geht. Wir haben die aufgezogen von Hand, vor allem Mystique, die hat so viele tolle Küken großgezogen und war immer unsere super Glucke. Und ich ärgere mich einfach nur so fürchterlich über mich selber, weil man es nicht verhindert hat und warum man so doof war, dass man es nicht irgendwie vorhergesehen hat. Vor allem, weil ich vor 2 Tagen schon gesagt habe, dass ich den Fuchs da gesehen habe und so. Und das ist halt so ein totaler Vorwurf an einen selber und man sieht das jetzt bei so vielen. Zum Beispiel auch beim Martin von Hof Altmühle, da habe ich jetzt auch gesehen, dass die ein Video hatten, dass ein Fuchsangriff bei den jungen Hühnern war. Und das wollte ich mir jetzt eigentlich auch noch angucken. Also das wollte ich mir schon angeguckt haben, aber habe ich noch nicht. Und das ist halt einfach diese typische Zeit, habe ich ja gesagt, ne? Wo die Fuchseltern mit ihren Jungen aus dem Bau kommen und die natürlich auch viel mehr Fressen brauchen für die Jungen eben noch. Ja, also keine Ahnung, ich kann dem jetzt nicht mehr böse sein, weil die haben auch im Moment Jungtiere, die natürlich auch was zu fressen haben wollen. Was mich total überrascht ist, dass die hier halt am Tag hinkommen, wobei ich vor 2 Tagen noch, als wir morgens hier weggefahren sind, also mein Mann, meine Tochter und ich, mit dem Auto habe ich noch gesagt, guck mal, da steht der Fuchs auf der Straße. Und ich glaube, also auf unserem kleinen Feldweg hier bis zur Hauptstraße hin. Und ich meine, das war nämlich auch ein kleiner, der war auch so richtig, richtig dunkel, orange-rot, also eigentlich richtig schönes Tier. Also wir haben die jetzt in die grüne Tonne getan, weil wie gesagt, vergraben können wir sie ja noch nicht mal, weil dann werden sie wieder ausgebuddelt. Wir können sie jetzt einfach nur in die grüne Tonne tun und dann halt warten, dass die nächste Woche abgeholt wird. Und ja, es ist also, es tut mir einfach so fürchterlich leid für die ganzen Tiere, dass die jetzt durch unsere Schuld, weil wir sie nicht beschützen konnten oder falsch beschützt haben oder wie auch immer, gestorben sind und vor allem, weil man die halt, wie gesagt, auch großgezogen hat und man hat, alle hatten einen Namen, alle hatten eine Geschichte und alle hatten eine Persönlichkeit und die waren halt alle so besonders, weil man die so benennen konnte und ja, die sind jetzt halt weg und dieses Gedankenkarussell, dass man sich immer fragt, warum und was hättest du machen können und sowas, das hört halt nicht auf und da ist man jetzt wieder an so einem Punkt, wo man denkt, eigentlich würde man am liebsten alles hinschmeißen und seine Eier in Zukunft im Supermarkt kaufen. Selbst die Bio-Eier da von den Hühnern, die ne, sind dann trotzdem mit einer mehr oder weniger Qualhaltung, werden nach einem Jahr getötet, wenn sie in die Mauser kommen und keine Eier mehr legen. Und ja, es wäre aber auf jeden Fall leichter, weil dann hätte man solche emotionalen Probleme nicht. Und müsste sich nicht solche Vorwürfe machen. Und wahrscheinlich werden das jetzt auch einige von euch denken, die halt keine Hühner oder Nutztiere im weitesten Sinne, sondern die Haustiere halt haben. Obwohl bei Katzen ist das ja auch manchmal so, wenn man Freigängerkatzen hat, dass sie überfahren werden und man kann es nicht verhindern, außer dass man sie halt nicht rauslässt oder nicht in der Nähe von der großen Straße wohnt oder so. Aber ja, also jetzt müssen wir dann erstmal den ganzen Auslauf da draußen, also die eine Stelle kann man ja leicht wieder reparieren, aber das soll ja in Zukunft nicht nochmal passieren. Deswegen haben wir uns überlegt, dass wir um den ganzen Zaun drumherum wahrscheinlich so Waschbetonplatten hochkant irgendwie hinstellen bzw. einbuddeln müssen und dann da irgendwelche krassen Sachen anpflanzen, sowas wie eine Weide oder sowas, die halt heftige Wurzeln macht, ne, dass er da halt gar nicht richtig buddeln kann. Und ja, wenn ihr es nicht verstehen könnt, wie gesagt, dann haltet euch in den Kommentaren einfach zurück, denkt euch euren Teil und schaltet das Video am besten ab und guckt es euch gar nicht an. Müsst ihr ja auch nicht machen. Und die anderen von euch, die wissen wahrscheinlich, wovon ich rede. Oder auch Marie von Wurzelberg, da hatte ich auch mal ein Video gesehen, als ihre Ziege krank war. Und da saß sie da auch heulend und hat von der Ziege erzählt. Und da habe ich dann auch, als ich das gesehen habe, in dem Moment konnte ich sie auch verstehen, aber trotzdem erreicht es einen emotional nicht so sehr, als wenn man selber da drin steckt. Und
Wie gesagt, es ist immer dieses krasse Gedankenkarussell. Was wäre, wenn und hätte ich was machen können und wie verhindere ich das in Zukunft? Und ja, es ist einfach, es wühlt einen einfach total auf und man hat tausend Gedanken im Kopf, die man einfach nicht sortiert bekommt. Es ist schon echt einfacher, seine Hühner, also seine Eier einfach im Supermarkt zu kaufen, ne? Da hat man dann nicht solche Probleme. Ja, genau. Und jetzt ist die Frage, wie es weitergeht, ob man jetzt irgendwie einfach alles hinschmeißt oder wie wir gesagt haben, eigentlich müsste man wieder alles aufmachen, das Netz wegmachen, den Zaun drumherum wegmachen. Dann bräuchte man eine Rasse, die vernünftig sich selber versorgen kann und für einen selber, also für sich selber sorgen kann und auch hochfliegen kann und wegfliegen kann, weil wenn die ja nicht eingesperrt gewesen wären, hätten sie ja viel besser flüchten können, ne? Nur dann wird es so sein, wenn man erstmal also die Hühner frei hält, dass sie sich natürlich erstmal dran gewöhnen müssen. Und die Schwächsten und so, die werden halt oft angegriffen. Und es werden dann, was weiß ich, 80% der Tiere erstmal weg sein, bis die dann lernen, so vorsichtig zu sein, ne? Nur dafür, also dafür, dass wir sie komplett frei rumlaufen lassen, ist wahrscheinlich unsere Fläche hier nicht groß genug. Und wir sind ja auch umgeben von Feldern und sowas, wenn die Bauern die dann bewirtschaften und so. Man muss dann ja da trotzdem irgendwie drauf aufpassen. Und die andere Alternative zu, dass man sagt, ja, man stärkt die Hühner, indem sie sich um sich selber kümmern und sich selber beschützen können, indem wir sie nicht beschützen und die, die dann eben sterben, sterben. So schlimm es klingt, so müsste es dann ja sein. Oder die andere krasse Alternative wäre zu sagen, ja, wir machen da so eine Hühnerfestung und beschützen sie bis zum geht nicht mehr. Und ja, dann wird es immer so sein, dass man sich selber Vorwürfe macht, wenn es eben nicht gereicht hat. Oder die andere Alternative wäre zu sagen, gut, wir haben keine Hühner mehr, weil dann hätte man diese Probleme nicht mehr. Aber ja, wir haben ja jetzt noch zwei große und von den Küken habe ich ja gesagt, ne, sechs Naturbootküken sind noch und vier Marans, beziehungsweise eigentlich fünf, aber eins davon ist auch total schwach und am Rumkränkeln und wir kriegen es einfach nicht aufgepäppelt. Da müssen wir auch mal gucken, ob wir das jetzt nicht mal langsam erlösen, weil sich das lange genug gequält hat. Ja, es sind immer tausend Entscheidungen, die man treffen muss. Und wenn man dann hier noch Videos macht, sich irgendwie noch ge das Gefühl hat, rechtfertigen zu müssen, wobei ich eigentlich nicht das Gefühl habe, mich vor euch rechtfertigen zu müssen, sondern vor allem selber, dass ich mit mir selber im Reinen darüber bin, zu sagen, warum tötet man jetzt den einen Hahn und warum behält man den anderen oder wie auch immer. Und ja, also gerade denkt man, also am liebsten wird man einfach alles hinschmeißen. Zumindest wenn man halt die Tiere hat, die auf einen angewiesen sind, ne, dann kann man ja nicht sagen, wisst ihr was, ihr könnt mich alle mal. Da muss man sich dann jetzt auch weiter drum kümmern und es ist schwierig. Aber wir haben ja jetzt die Küken noch, die, ne, müssen wir jetzt irgendwie noch groß kriegen und eigentlich hängt ja auch das Herz dran. Also man macht das ja auch nicht nur, um Eier zu kriegen und keine Eier mehr von gequälten Hühnern kaufen zu müssen, sondern weil es auch Spaß macht und es ja auch schöne Seiten hat und sowas. Nur diese negativen Seiten, die sind halt auch immer so krass einschneidend und so krass unerwartet, dass die einen immer mit voller Wucht irgendwie treffen, ne? Und man dann so voll aus der Bahn geworfen wird. Und jetzt kriege ich gerade Erdbeeren gebracht. Das ist ja nett. danke sehr. Und der Plan ist jetzt, oder unsere Überlegung ist jetzt, ob man nicht nochmal die restlichen Eier, die wir im Kühlschrank haben, von noch den besagten Hühnern, ob man die jetzt nicht nochmal in Brutautomaten legt, um jetzt nochmal so viele Hühner wie möglich da rauszukriegen. Oder ob man jetzt einfach wartet bis nächstes Frühjahr, weil ich meine, unsere Glucke ist jetzt weg. Das heißt zu sagen, wir warten jetzt, bis wir die nächste Naturbrut kriegen, das ist relativ unwahrscheinlich. Ja. Wir sind uns nicht sicher. Wir haben auch draußen noch ein Nest gefunden, wahrscheinlich von Weizencreme, mit ganz vielen Eiern drin. Also da hatte ich auch mal diesen Short mit, unsere Hühner legen keine Eier mehr. Ja, also wir haben jetzt ein Nest gefunden, wo ich glaube 15 Stück oder so drin lagen. Wir haben auch diesen Test gemacht mit dem, ob es in der Wasserschale oben schwimmt oder nicht. Schwammen alle nicht oben, obwohl manche waren schon so ein bisschen gerader als andere. Und da überlegen wir jetzt auch, ob wir die nochmal im Brutautomaten tun. Andererseits lagen die ja jetzt Tage und Wochen lang draußen. Bei der Hitze in der, naja, prallen Sonne nicht, sie lagen ja unterm Baum, aber trotzdem, ja, keine Ahnung. Also, wir müssen mal überlegen, ob man da jetzt nochmal welche ausbrütet, in der Hoffnung, keine Ahnung, dadurch, dass Helmut ja jetzt die letzten 2,5 Wochen auch schon nicht mehr da war,
könnte die Befruchtungsrate wieder drastisch gesunken sein. Ob man das jetzt macht, um noch mal 3 Küken rauszukriegen, keine Ahnung. Man kriegt immer wieder Steine in den Weg gelegt und immer wieder Probleme. Ja, und diese Schattenseiten sind halt immer da und darüber sollte man sich im Klaren sein. Das Schlimme ist, dass es ja bei solchen großen, keine Ahnung, Produktionen, wo ganz viele Hühner auf einmal gehalten wird, da ist das auch häufig so. Da sind auch irgendwelche Angriffe von Raubtieren oder hier unser Netz, was wir da drüber hatten, gegen die Raubvögel. Ja, witzig, jetzt ist es der Fuchs gewesen, der gekommen ist. Ne? Da ist es auch immer so, nur da sind es einfach so viele und so eine Masse an Tieren, da interessiert das dann niemanden, wenn dann da 20 Hühner irgendwie getötet werden und der Fuchs die geholt hat. Ja, dann wird das Loch wieder zugebuddelt und es sind ja noch 1000 andere da. Ne? Nur bei den eigenen, ja, es ist halt irgendwie was anderes. Ich nehme an, jeder Hühnerhalter kann irgendwie solche Stories erzählen. Und ja, ich kann nur sagen, ich hoffe, wir lernen aus unseren Fehlern. Und ich hoffe, ihr vielleicht auch. Also irgendwer hatte das schon mal gesagt mit dem, buddelt den Zaun ein und so. Und da habe ich noch gedacht, ja, der Zaun ist ja eingebuddelt. Aber vielleicht buddelt ihr wirklich mal nach und guckt, wie tief der Zaun eingebuddelt ist. Weil ich halt dachte, er wäre tiefer eingebuddelt. Aber gut. Ja. Aber jetzt wisst ihr auf jeden Fall Bescheid, wenn es die nächsten Wochen dann weniger Videos geben wird. Oder vielleicht erstmal gar keine mehr. Mal gucken. Oder ich dann die Sachen noch schneide von den Aufnahmen, die ich noch hatte. Ja, erstmal schauen, wie es jetzt weitergeht. Genau. Okay, dann, man sieht sich irgendwann mal wieder, hoffentlich dann wieder in besserer Verfassung. Tschüss.